Was sind denn das für leckere Beeren? Mm, einfach kosten. Mm. Mm, lecker. Mm. Oh, sind die lecker. Ob die giftig sind? Ich weiß es nicht. Mm, aber lecker sind sie. Mmh. Nom, 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 nom. Das sind ja noch mehr. Mmh, ich greife zu. Mmh. 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 Mmh, sind diese Beeren lecker, aber... Oh, Bauchschmerzen. Ich habe so fürchterliche Bauchschmerzen. Oh. Scherz, ich lebe noch, denn ich weiß, was ich tue. Wir haben es hier mit den Kirschlorbeerbeeren zu tun. Und man isst niemals, niemals irgendwelche Beeren, wo man nicht weiß, was es ist. Man isst generell keine Pflanzen, wo man sich nicht zu 100% sicher ist. Dieses Video soll eine kleine Abschreckung sein, ja? Denn hier mit diesen Kirschlorbeerbeeren kann man auch einen Fehler machen. Und zwar, wenn man den Kern mit verarbeitet. Im Kern stecken Stoffe, die in unserem Körper zur Blausäureentwicklung führen und wirklich lebensgefährlich werden können. Der Kern ist zum Glück sehr, sehr hart und kaum zu knacken. Wenn man ihn verschluckt, scheidet man ihn auch meist wieder so aus, wie man ihn geschluckt hat. Ja, und die Giftstoffe bleiben im Kern drin. Auch das Grün vom Kirschlorbeer ist giftig. Es enthält zwei Stoffe und wenn diese zwei Stoffe zusammenkommen, entsteht das Gift und in unserem Körper die Blausäure, die dann zu Atemstillstand und folgendem Herzstillstand führen können. Deswegen, liebe Leute, niemals irgendwelche Beeren essen, wo man nicht weiß, was man da in der Hand hat. Die Kirschlorbeerbeeren. Im Balkan allerdings werden sie entkernt und verkocht zur Marmelade oder auch entkernt und getrocknet zu Trockenfrüchten. Und das, liebe Leute, möchte ich jetzt ausprobieren. Das ist auch mein erstes Mal, dass ich die Kirschlorbeeren im Dörrapparat trockne und als Trockenfrüchte zu mir nehme. Mal sehen, wie sie schmecken, denn sie sind tatsächlich... süß. Sie sind süß mit einem bitteren Nachgeschmack. Schauen wir mal, wie sie im trockenen Zustand schmecken. Ich habe gerade eine roh gegessen, richtig. Aber man sollte nicht zu viele essen. Es kann Bauchschmerzen geben oder zu Erbrechen führen. Deswegen unbedingt einkochen, entkernen oder trocknen, damit sich die Stoffe verflüchtigen. Die Kirschlorbeerbeeren. Kirschlorbeerbeeren waren jetzt bei 70 Grad circa 4,5 Stunden im Dörrautomat und jetzt möchte ich sie probieren. Mmh. Mmh. Lecker! Das hat was. Absolut. Das kann was. Ja, ganz leicht bitter, aber diese Süße haben sie. Lecker. Kann ich mir super geil vorstellen, zum Beispiel im Müsli. Gedörrte Kirschlorbeerbeeren. Weitere spannende Pflanzen, Rezepte und auch Survival-Tipps findest du in der Naturküche. Also schau rein, es ist für jeden was dabei, denn die Natur beschenkt uns reichlich.